Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Two Point Campus. Wir haben beim letzten Mal hier Palazzo Lanatra mit 3 Sternen abgeschlossen und können uns deshalb zur nächsten Uni begeben, die wider Erwarten des Namens nicht mitten auf der Karte ist, sondern hier, die Mitten-Universität. Entschuldigung. So, die historische Universität sucht jemanden, der sie in die Gegenwart katapultiert und auf ihren heiligen Boden einen modernen Campus eröffnet. Ich verstehe. Mit anderen Worten, das ist total runtergekommen. So, wir haben als Startkapital 350.000. Nice, 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 nice. Ich glaube, bei Palazzo Lanatra hatten wir nur 250.000. Gut, wir gucken uns das mal alles an. Sieht auf jeden Fall sehr rustikal aus. Alte Schule, neue Tricks. Die historische Universität, ja, das kennen wir schon. Die University ist ein erstaunlicher Ort. Ich war nur einmal da, für einen schnellen Nachmittagsbesuch. Aber diese ganzen unterschiedlichen Colleges und Gebäude sind unheimlich verwirrend. Ich habe mich in den verschlungenen Korridoren und gewaltigen Bibliotheken verlaufen und mehrere Tage lang nicht mehr hinausgefunden. Die Erinnerung verfolgt mich noch immer, aber alles war wirklich sehr hübsch. Sehr hübsch. Okay, so, wir gucken mal. Ich verstehe. Ja. Das intelligente Leben. Willkommen in der Mitten University. Diese ehrwürdige Institution tauscht ihre Wasserspeier gegen Gigawatts und entwickelt ihren ersten voll funktionstüchtigen Roboter. Oh, nice. Die etwas antiquitierte Einrichtung der Universität ist hübsch anzusehen, aber leider kein geeigneter Nährboden für fortschrittliche Wissenschaft. Mache dir einen Namen, indem du mitten den Campus verschaffst, den es verdient. Studiengang Robotik. Oh, da habe ich Bock drauf. Da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Gut. Bungle Technologies. Hallo, ich bin Sophia Nova, die Gründerin von Bungle Technologies. Wie ich höre, versuchst du einen Roboter zu bauen. Puh, von dieser Herausforderung stand ich auch schon einmal. Die Universität hat mich gebeten, dir nach besten Kräften zu helfen. Für dich bauen werde ich ihn aber nicht. Das wäre schließlich geschummelt. Okay, Roboterfertigung. Ich bin gespannt. Da habe ich richtig Bock drauf. So, und das sieht hier so ein bisschen verschachtelt aus. Das heißt, es wird nicht einfach zu sein, das hier zu bauen. Ich gucke nochmal eben hier. Wir haben hier noch Grundstück. Also, ich sag mal, ein Grundstück wird es uns mit Sicherheit nicht mangeln. Wir müssen nur diesmal aufpassen, dass wir nicht allzu schnell wieder unsere Kohle ausgeben, damit wir nicht am Ende wieder strugglen. So. Eine Roboterfertigung. Die machen wir. Eine Roboterfertigung, die ist 6x6. Das sind 6. Nee, das sind noch keine 6. Wir machen das mal so und ich würde hier noch. Warte mal, wie kann ich noch hier anbauen? Hä? Nein. So, plus, genau. Warte. Ich will mir mich hier noch dazu machen. So. Gut. Oh Gott, ist das ein Riesenteil. Ist das so richtig rum? Ich glaube ja, ne? Was ist denn das überhaupt? So, wir machen erstmal eine Tür. Die Tür muss einmal weg. So, die kommt hier rein. So, und das ist ein Robotikprojekt. Alles klar. Du kommst einmal hier hin und dann brauchen wir natürlich eine schöne Tafel. Die kommt mal da gegenüber. So. Wir haben das Nötige, aber natürlich, wenn wir noch ein bisschen was dazu bauen. Entwicklungsstation, wo aus sonderbaren Ideen noch sonderbare Realität wird. Plus 2% Lernvermögen. Nimm wir. Oh, ist das groß? Das sieht hier gar nicht so groß aus. So. Kriege ich das hier in die Ecke? Ja. So, dann machen wir das mal hier. Dann ein. Oh, 3D-Drucker. Muss ich haben.
Muss ich unbedingt haben. So, dann machen wir den einmal hier. Dann haben wir noch Robotikkonsole. Wobei, es ist alles arschteuer, ne? Kopfwerkbank. Auf mit den Köpfen. Was haben wir denn jetzt? Level 3. Ich glaube, wir könnten hier schon wieder richtig viel Kohle ausgeben. Ich werde aber es tatsächlich erstmal lassen. So, wir machen stattdessen lieber nochmal ein bisschen hier Deko und den üblichen Stuff. So. Dann einmal Flinskin. So. Und dann natürlich auch ein paar hübsche Bilder. So, hier haben wir noch jede Menge Platz. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall reichlich mit Posters arbeiten. So. Ein bisschen was muss das ja auch hermachen. So, guck mal, wir haben Level 6. So, die anderen Maschinen, die werde ich später noch nach und nach hier dazu machen, wenn wir noch mehr Kohle haben. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen. So. Ungültiges Objekt. Das hier? Why? Wieso ist das ungültig? Warte mal, mache ich das halt woanders hin. Ist das hier gültig? Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das... Ach, wegen dem Fenster, ne? Alles klar, wegen dem Fenster. So, und schon haben wir Stufe 2 im Campus. Dann brauchen wir einen Vorlesungssaal, ja. Den kennen wir ja schon. So, 4x4. Wo baue ich den hin? Ich glaube, den würde ich mal hier hin bauen. Den machen wir mal ein bisschen größer. So. Wir machen das mal andersrum. So. Dann die Tür, die kommt hier hin. Okay, so, wir machen wieder Whiteboard. Und ich werde nämlich gleich einmal mir den Raum kopieren. So. Infotafel. Das haben wir jetzt Stufe 3. Könnten wir hier noch was Schönes freischalten? Teleprompter. Ist zwar nett, aber kostet 4000. Guck mal, wir haben schon über 50.000 ausgegeben. Ich muss leider ein bisschen sparen. Wir müssen erstmal Kohle reinbekommen, bevor wir wieder ausgeben können. So. Du. Ups, nee, warte. So. Du. Und dann machen wir die anderen nochmal hier. So, Stufe 5 möchte ich aber noch haben. Wir haben noch gar keine Pflanzen, ne? So, Stufe 5 haben wir. Ab dafür. Nein. Hä? Ach, das sieht man immer von vorne nicht. Hier sind nämlich... Hier ist wieder ein Fenster. Deswegen. So, dann machen wir dich weg. Und... Reicht das? Nee, reicht noch nicht. Das heißt... Du gehst mal ein bisschen beiseite und du gehst auch noch mal hier auf die andere Seite. So, das sollte aber reichen. Immer noch nicht? Ach, da ist auch noch ein Fenster. Na gut, na gut, na gut. Dann halt so. So, bitteschön. So, und wir werden... Ich würde den nämlich mal hier... Wo war das? Zimmervorlage speichern. Vorlesungssaal, ja. Was machen wir? Ja. Speichern. So, weil ich glaube, dann haben wir den nämlich hier unter Vorlagen gespeichert. Das heißt, wir müssen den nicht jedes Mal neu bauen. Das finde ich eigentlich ganz nice. So, was wir natürlich auch brauchen, ne? Scheißhaus und Dusche. Das werden wir auf jeden Fall auch schon mal machen. Und wir brauchen auch noch einen Schlafsaal. Badezimmer. 2x1. Hm.
Ich würde den mal... So. Ups. Nee, ich wollte hier. So, ich werde das tatsächlich nicht speichern, weil das doch ein bisschen eine komische Form hat. So, dann machen wir hier Waschbecken. Zwei Stück sollten reichen. Handtrockner. Wo ist das Handtuch? Hatten wir nicht sonst immer auch ein Handtuch? Oder, ach nee, das war bei der Dusche, ne? Ja, ja, das war bei der Dusche. So. Du. Pflanze. Stufe 3, ja, mehr können wir gar nicht hier, ne? Reicht ja auch. So. Badezimmer haben wir, das heißt, wir brauchen auch noch eine Dusche. Und da können wir eigentlich hier schön den Raum dafür nutzen. Das finde ich eigentlich ganz nice. So. 2, 3, 4 sollten reichen. Dann den Mülleimer. Das. Genau hier war das Handtuch. Handtuch. Können sich die Leute ja aussuchen, ob sie sich die Hände trocken blasen möchten oder halt klassisch abtrocknen. So. Dann kommt hier natürlich auch ein bisschen was Dekoratives. Und ja, Stufe 4. Reicht völlig. Reicht völlig. Ich muss sagen, ich finde das gut hier. Ich glaube, der Raum ist ganz gut genutzt. So, wie gesagt, Schlafraum brauchen wir noch. Schlafraum machen wir hier. 2x2 wird natürlich nicht reichen. Das heißt, wir machen den definitiv gleich größer. Ja, ich glaube, 4x4 ist gar nicht so schlecht. So. Betten. 1. 4 Betten sollten auf jeden Fall für den Anfang reichen. Wir hatten hier doch... Will ich hier noch dieses Liebesbett? Warte mal, hatten wir nicht irgendwo... Da, aber nee, 4000. Vergiss es. Vergiss es. Ach scheiße, da ist die Tür. Warte. Ich muss die Tür nochmal versetzen. So, dann machen wir die hier. Und dann können wir hier noch ein viertes Bett bauen. Alright. So, Schränke. 1, 2. Also ich weiß es immer nicht. Wie viele Schränke brauchen solche Leute? Reichen 2? Ich lasse erstmal 2. Guck mal, wir haben schon fast 100.000 ausgegeben und noch nichts verdient. Oh, nice. Die Lampe ist ja nice. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Dann machen wir ein schönes Anschlagsbrett. Du. Dann kriegst du natürlich auch einen schönen. Wobei, den Teppich finde ich irgendwie... I don't know. Dann machen wir mal den hier. Ja. Der sieht doch gar nicht schlecht aus. Gut. So, dann machen wir hier einmal du, einmal... so. Muss natürlich wieder aufpassen mit Fenstern, wobei hier natürlich keine Fenster sind. Also von da kann ich das hier getrost an die Wand klatschen. Ich muss halt nur außen aufpassen. So. Das heißt, wir können hier noch eins machen. Hier noch eins machen. Stufe 5. Ja. Reicht erstmal. So, und das werden wir uns auch mal ein bisschen speichern. So, und das ist der Pennersaal. So. Häufige Fragen. Ja, wir testen euch. Gut. So. Wir müssen noch einen Dozenten einstellen. Ansonsten haben wir, glaube ich, erstmal wieder das Nötigste, ne? Wir werden das natürlich wieder nach und nach alles bauen müssen. Personalzimmer, Aufenthaltsraum, Bibliothek.
Aber ich glaube, wie gesagt, das können wir ja auch immer im laufenden Betrieb machen. Von daher stellen wir jetzt nochmal einen Roboter-Dozenten ein. So, er hat zufällig noch, nicht zufällig, sondern zusätzlich, wollte ich sagen, 5% Lehrkompetenz. Kostet aber auch 5.500 mehr. Ja, komm. Noch haben wir ein bisschen Kohle. So, dann bitteschön, das ist dein neuer Arbeitsplatz. Ich hoffe, du machst dich gut, hältst ihn immer schön sauber. Achso, und was wir natürlich auch gleich brauchen, was ich auf jeden Fall gleich mal einstelle, ist ein Hausmeister. So, wieso sind die teurer als die? Schlechte Körperhygiene kriegt ständig Durst. Durst und Hunger. Ach so, der hat nur Bewegungstemper und die haben auch Instandhaltungskompetenz. Ich verstehe. Sinkt schneller. Kriegt ständig. Nee, komm. Da ist Bartolomeo van Wenda immer noch der Beste. So. Ach so, warte. Wir brauchen natürlich auch hier ein bisschen alles an Mülleimern. Huch. Nee. Falsch. So. Gleich ein bisschen verteilen. Kann ich eigentlich hier... Oh, guck mal, der schöne Innenhof. Der muss natürlich auch sauber bleiben. So. Reicht erstmal für den Anfang. So, dann machen wir auch gleich was für die Hygiene. Bin sicher, wir werden wieder irgendwas brauchen, um die Hygiene hier hochzuhalten. So. Dann machen wir auch gleich Automaten. Oh, die passen natürlich sehr gut. Hier direkt neben das Klo. Erst hier essen und trinken und anschließend scheißen gehen. Und wenn man sich vollgeschissen hat, kann man auch noch duschen gehen. Gefällt mir. Alright, so. Kohle. Ich werde, wie gesagt, hier erstmal nur das Nötigste machen. Bänke brauchen wir aber allerdings noch. So, warte, dann machen wir hier nochmal. Alright. So, und hier noch eine. Rest machen wir später. Ja, ich würde sagen, wir starten mal, ne? Stimmt, ja. 10 Stück, klar, wie immer. 20 Studienpunkte ausgegeben. Okay. So, Folgejahr starten. Campusstufe. Indem du deine Campusstufe verbesserst, ermöglichst du es uns neue... Ja, das kennen wir aber schon. Ja. Roboter werden nicht an einem Tag gebaut, schon gar nicht von Studierenden. Wenn man Innovation vorantreiben will, benötigt man topmoderne Einrichtungen. Versuch deinen Campus zu modernisieren, indem du dein Personal weiterbildest. Und das Equipment für können wir jetzt Personal? Ah, Weiterbildung, okay. Da hatte ich eigentlich schon beim letzten Campus drauf gehofft. Gut, das bauen wir natürlich. Weiter. 40.000? Im Ernst? Im Ernst? 40.000? Holy shit. Oh, 4x4. Alter, 40.000. So, Ah, okay. So, was ist das denn für eine Weiter... Was? Hä? Was wird denn hier gemacht mit dieser Maschine, um sich weiterzubilden? Ich weiß es nicht. So, Weiterbildungskapsel, alles klar. Das heißt mit anderen Worten Gehirnwäsche. So, dann natürlich wieder hier. Und wieder hier. Flintscan. So, hier können wir natürlich auch wieder alles schön vollkleistern. So. Ich finde das eigentlich immer eine ganz... ganz nette Idee, um das Level des Raumes hier ein bisschen zu erhöhen. Bei den ganzen Postern. Die kosten nicht ganz so viel und...
So, wieso geht das hier jetzt nicht? Kollision. Hier geht's noch. So, Stufe 3. Ich möchte es eigentlich noch auf Stufe 4. Das habe ich noch nicht. So, Stufe 4. Alles klar. Weiterbildungszimmer. Nutze ein Weiterbildungszimmer, um dein Personal weiterzuentwickeln. Dein Personal kann seine bestehenden Kompetenzen verbessern und seine Fähigkeiten erweitern, indem du etwas Neues lernst. Ich bin nur gespannt, was so eine Weiterbildung kosten wird. Bilde einen Hausmeister in Mechanik aus und wir werden in der Lage sein, unsere Ausrüstung zu upgraden. Okay. Wie mache ich das? Warte mal. Personal. So, kann ich dich irgendwie... Wieso kann ich dich jetzt nicht... Ah, ja, Mechanik, alles klar. So, dann geh mal was lernen. Bartholomew. Wir gucken uns das natürlich auch an. So, dann gehen wir schön rein in die Kapsel. Vorsicht. Ja, oh, oh, oh. The Brain. Ja, 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 ja. Du kriegst jetzt richtig schön viel Wissen in dein Hirn reingepumpt. Und da bist du gleich anschließend ein neuer Mensch. Gut. Bilanz. Wir machen auf jeden Fall schon mal Gewinn, das ist gut. Wir müssen eine Bibliothek bauen. Ja, 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 ja. Mach ich gleich. Ich will nur noch mal eben gucken, wie Bartholomew gleich hier rausgeht. So, erledigt. Oh, Mechanik Stufe 1. Das heißt, wir werden den auch noch später auf weitere Stufen, also Stufe 2 und so. So, alles noch dran? Super. So, Upgrades. Ein in Mechanik ausgebildeter Hausmeister kann bestimmte Gegenstände upgraden. Gegenstände mit Upgrades erhöht das Zimmerprestige und die ERF-Zuwachsrate der Studierenden. Um einen Gegenstand zu upgraden, wähle ihn aus und drücke auf Upgrade. Aha. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen... Ja, ja, ja. Ich will das upgraden. 10.000. Plus 25% ist natürlich nice. Ah, will ich das schon machen? Will ich das schon machen? Ich warte nochmal damit. Achso, ich muss das machen. Achso, das ist sogar... Alles klar. Habe ich nicht gesehen, dass das sogar eine Aufgabe ist. Na gut, dann müssen wir die 10.000 natürlich opfern. Alright, so, was haben wir hier noch für Wünsche? Bibliothek war das und alles klar. Gut, das heißt, wir bauen einmal eine Bibliothek. 3x3 machen wir auch 4x4. Oder reicht 3x4? Nee, also wie gesagt, wir haben ja hier noch reichlich Platz. Ich will es immer nicht zu klein bauen. So. Dann einmal hier. Benötigt ein Zimmer? Was? Okay. So, einmal hier, einmal hier. Und dann machen wir hier noch eins. Schriftgutarchiv. 4.000. Das ist mir ein bisschen too much. Guck mal, wie die Kohle runtergeht. Wir haben schon fast die Hälfte unserer Kohle verbraten. So. Wie kriegt man hier so einen Teppich? So, Stufe 3. So, dann nehmen wir wieder die üblichen Verdächtigen. Um das Ganze hier ein bisschen hochzubringen. So.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Stufe 5 haben wir. Reicht vollkommen. So. Und ich werde mir das auch gleich einmal speichern. So, Bibliothek 1. Da machen wir hier den Bücherraum. Alles klar. So. Forschung und Entwicklung. Selbst in der akademischen Welt gibt es vieles, was wir nicht wissen. Genau genommen wissen wir sogar kaum etwas. Das finde ich aber jetzt nicht so gut. Und genau darum besuche ich täglich die Forschungsabteilung von Bangle, um etwas zu erlernen. Denn wenn man nicht mal mehr lernt, wird man nur dümmerer und dümmer. Ach, du verstehst schon, was ich meine. Nicht wirklich. So. Forschungslabor. Natürlich. So, achso, wir müssen natürlich hier noch einen Assistenten einstellen. Das machen wir mal. So, du kannst Bibliotheksverwaltung plus 5%. Das ist natürlich nice. Robfop. Auch wenn er Müll fallen lässt, wir nehmen ihn. Sehr schön. Bilanz sieht immer noch ganz gut aus. So, hier, komm. Weg damit. Danke. So, was wollten wir jetzt? Forschungslabor. Viermal. Passt das noch hier? 1, 2, 3. Ah, es würde noch passen, allerdings. Das Forschungslabor würde ich auch ein bisschen größer machen. Warte mal. Ich muss nochmal abbrechen. Und nochmal. So. Dann nutzen wir nämlich hier die Ecke. So. Und hier. Ja. Wir müssen ja jeden Winkel ausnutzen. So. Was war das? Forschungshub. Ach, das hatten wir noch gar nicht, ne? Ah, ich habe das verwechselt mit dem Wissenschaftslabor. Das Forschungslabor hatten wir noch gar nicht, ne? Sieht auf jeden Fall auch sehr nice aus. Machen wir doch mal. Ja, wo machen wir das? Wir machen das mal so. So, alles Nötige haben wir. Aber wer richtig fleißig forschen will, der braucht natürlich auch einen Forscherschreibtisch. Forscherkonsole. Plus 1% Forschungsvermögen? Es kostet alles so viel Geld. So. Einmal du. Bitteschön. Hier. 10 Kudosch. Oh, guck mal, wir haben 486 Kudosch. Ja, so ein paar Aktenschränke. Die müssen schon sein, ne? So. Gut, dann noch ein bisschen was hier an die Wände klatschen. So, und Stufe 5. Ja, ich glaube, das reicht, ne? Komm. So, bitteschön. Nutze die Forschung, um Upgrades und neue Technologien zu entwickeln. Erforsche das Bücherregal der Robotik, um deinen Robotikstudiengang zu verbessern. So, ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Dozenten. Robotik. Lässt Müll fallen, sonst... Ja, komm. Dann nimm bitte dich mal und... Wie mache ich das? Ah, hier. Forschungshub. Neues Projekt generieren. Bücherregal der Robotik. Okay, das kostet zumindest nur 1000 Geld, Dollar, was auch immer das hier für eine Währung sein soll. Machen wir. So, okay. Dauert einen Augenblick. Aber es läuft. Sehr schön. Was? Eine Fliege? Oh Gott, oh Gott.
geht ja gar nicht. So, oh. Aha. Ein Roboterbein. Sehr interessant. Ich muss sagen, ich finde die Station bisher am geilsten. Von allen Dingern, die wir hier haben, das sieht auch nice aus, aber das Ding, finde ich, sieht richtig interessant aus. So, nettes Poster, ne, Junge? Ja, ja. Guck mal, die freuen sich alle voll über die Poster. So. Objekt der Robotik haben wir. Bücherregal, meine ich. So, bau diesen... Dein Campus ist nun ein von Bungle zertifiziertes Innovationsinstitut. Damit will ich sagen, es ist großartig. Natürlich. Womöglich gelingt es deinen Studierenden tatsächlich, diesen Roboter zu bauen. Wer hätte das gedacht? So, es gibt 5 Forschungsprojekte, zu denen unser Lehrpersonal beitragen könnte. Akademische Forschung wird unserem Campus helfen, sich weiterzuentwickeln. Alles klar. Gut. So, und ich würde sagen, wir haben für nächstes Mal auf jeden Fall einiges an Aufgaben. Oh, ich freue mich drauf. Ich muss sagen, Robotik finde ich bisher am interessantesten. Gut, Leute, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Und ansonsten noch einen schönen Tag. Vergesst bitte den Daumen nicht, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!